Hallo, hier ist Last V8 mit einem kleinen Video über meinen 68er Pontiac GTO. Wie man hört, möchte ich euch den Sound nicht vorenthalten. Wie man sieht, es hat ja eine Weile gestanden, ist gerade frisch angeschmissen worden. Das, was man hier hinterm Auto sieht, das ist Kondenswasser, das sich natürlich im Laufe der Zeit in so einer Auspuffanlage bildet. Wenn man den Wagen heiß abschält, kondensiert das Wasser hinter oder die heiße Luft da drin am sich abkühlenden Auspuff und dann sieht man letztendlich hinter dieses Kondenswasser. Und am Anfang, das kennt ja jeder von seinem Auto im Winter auch, noch einen kleinen weißen Rauch, der hinten rauskommt. Der weiße Rauch ist immer harmlos, das ist Wasser. Schlimmer ist, wenn es blauer Rauch ist, das ist Öl, oder schwarzer Rauch, das ist zu viel Benzin. Daran kann man das letztendlich immer relativ gut erkennen. Ja, das hier abgebildete Auto, dieser 68er GTO, ist letztendlich ein leicht modifiziertes Fahrzeug. Das sieht man auf den ersten Blick von der Optik her nicht. Fans, die sich damit etwas auseinandergesetzt haben, werden erkennen, wenn ich hier mal etwas runtergehe, dass dieser Wagen ein kleines bisschen tiefer liegt als Serie. Das liegt daran, dass er komplettes Hotchkiss TVS Fahrwerk hat, das das Fahrverhalten wirklich dramatisch verbessert. Wir haben hier im Innenraum auch ein paar kleine Änderungen. Man sieht hier, statt der üblichen Buckets haben wir hier modernere Sitze drin, die aber vom Styling her auch zu der Innenausstattung passen. Die Originalsitze sind soweit noch vorhanden. Hier ist auch ein kleineres Lenkrad drin, was man ganz klar sehen kann. Und da in der Mitte sieht man den bekannten Hurst Shifter. Im Prinzip will ich das vielleicht mal kurz erklären, was das bedeutet. Um das zu vereinfachen, machen wir den Motor mal aus. Das ist im Prinzip relativ einfach erklärt. Man kann hier letztendlich in der normalen Automatik Gasse shiften, das heißt hier PRND, noch mit so einer kleinen Umschalten, damit man es eben merkt, wo man ist. Das ist okay, und wenn man letztendlich racen will, kann man hier in diese andere Gasse rübergehen und hat dann hier letztendlich den 1, 2, 3, so einen Ratchet-Shift-Mechanismus und kommt dann, wenn man weiter hochgeht, hier in den normalen Drive-Mechanismus zurück. Also von daher war das eine letztendlich gedacht, man kann hier dann auch rauf und runter schalten, letztendlich wie bei einer manuellen Schaltung. Das war letztendlich dafür gedacht, dass hier, deswegen nennt sich es His and Hers, die Ehefrau fährt auf D und der Herr des Hauses, der kann hier selber shiften und sich damit unglücklich machen. Ob das am Ende viel bringt, außer auf dem Dragstrip, ist nochmal dahingestellt, aber ja, so kann man sich vorstellen, was das hier ist. Also wir haben hier auch ein etwas kleineres Lenkrad als Original und hier ist auch ein direkter übersetztes 12:1 Lenkgetriebe verbaut in diesem Fahrzeug. Dieses Getriebe sorgt dann für eine wesentlich direktere Lenkung und das ganze Auto in Verbindung mit dem Hotchkiss Fahrwerk fährt sich tatsächlich wie ein Go-Kart. Hier sehen wir drei zusätzliche Instrumente, die über den Motor Auskunft geben. Da haben wir Öldruck, Wassertemperatur und eben auch Volt. Zahl, wo man eben auch sehen kann, wie der Motor da. Diese kleine Steuereinheit, die wir da sehen, die ist für den Gear Vendors Overdrive. Was ist ein Gear Vendors Overdrive? Jeder, der einen alten Amerikaner fährt, der weiß ja, dass die Dreigang-Automatikgetriebe, die man früher hatte, eben keinen langen Overdrive oder vierten Gang hatten, wie man den heute kennt. Das führt insbesondere mit einer kurzen Übersetzung dann dazu, dass man auf der Autobahn, wenn man ein bisschen schneller fahren will, mit einem sehr, sehr hohen Drehzahlniveau unterwegs ist, was dann auch schnell nervig werden kann, laut werden kann und natürlich auch ein bisschen aufs Material und auf den Verbrauch geht. Und ein Gear Vendors Overdrive ist ein hinter das Automatikgetriebe nachgeschaltetes Getriebe, nochmal ein zusätzliches Getriebe, was einen sozusagen länger übersetzten Gang dann nachschaltet. Das heißt also, man kann dann entweder auf den Knopf drücken und hat sozusagen einen langen vierten Gang, oder es gibt eben auch diese kleine Steuereinheit hier, die das dann geschwindigkeitsabhängig macht, dann irgendwie so ab 70 km/h wird der Overdrive automatisch eingeschaltet und wenn man eine Ampel hält, auch automatisch wieder ausgeschaltet, oder man kann das Ganze auch ganz ausschalten. Also da gibt es unterschiedliche Optionen. Auf jeden Fall
Ein sehr stabiles Gerät, die sind bis 1200 PS sind die geratet. Da kommen wir hier bei Weitem noch nicht hin, obwohl der Motor schon recht ordentlich ist. Und den möchte ich euch mal als nächstes zeigen. So, was wir hier sehen, ist der Haubendrehzahlmesser. Wie man hier sieht, hat er bei der letzten Wäsche ein bisschen Wasser gefangen. Das müssen wir noch raustrocknen und mal einen Föhn dran halten. Aber man kann also aus dem Auto heraus, wie ein, wenn man so will, mechanisches Head-Up-Display dann sehen, was die Drehzahl gerade macht. Schauen wir mal kurz unter die Haube. Also wie man hier sieht, haben wir hier eine Luftfilteranlage zur Kaltluftansaugung. Und der Motor hier drin ist ein 467er Stroker-Motor mit Edelbockköpfen, mit allem drum und dran. Also schon ein sehr, sehr gesundes Motörchen, das diesen Wagen sehr ordentlich anschiebt. Mechanisch ist hier auch soweit alles auf dem Stand. Die Optik dieses Autos, Triple Black ist natürlich die Farbkombination, die jeder gerne haben will. Nicht jeder GTO hat auch die Hideaway Headlights, das heißt hier die Klappscheinwerfer vorne. Viele haben auch die freistehenden Scheinwerfer. Dieser hat die Hideaway Headlights, er hat auch die Ram Air Motorhaube. Er hat den Haubendrehzahlmesser, also der hat letztendlich alles, was man braucht. Und was jetzt beim GTO gut und gefragt ist, und letztendlich habe ich dieses Auto in der Form, wie es hier ist, in den USA erworben und habe letztendlich aber noch an Motor, Getriebe und einigen Themen noch nacharbeiten müssen, weil der Wagen hier war eigentlich aufs Drag Racing ausgelegt und war letztendlich fürs Fahren auf normalen Straßen dann doch ein bisschen zu radikal. Ja, das, was wir hier letztendlich als Bereifung sehen, das sind normale Rally Wheels, wie die da auch drauf gehören. Ich meine, das hier sind 15x7er mit 245ern rundherum und damit läuft der Wagen auch eigentlich sehr gut. Und ich mag auch an diesem Auto, dass wir hier einen komplett originalen Look haben. Also wirklich erst auf den zweiten oder dritten Blick kann man erkennen, dass hier unter der Haube wesentliche Upgrades stecken. Und dieses Auto ist auch vom reinen Fahren her eins meiner Lieblingsfahrzeuge, weil es wirklich handelt wie ein Go-Kart. Sehr gute Leistung hat, langstreckentauglich ist. Die Auspuffsanlage haben wir auch getauscht. Die alte war brachial lau. Diese hier ist wirklich angemessen, vernünftig, macht einen guten Sound, einen sehr guten Kompromiss zwischen Power Sound und noch erträglich. Also von daher auch ein Fahrzeug, mit dem man lange Strecken fahren kann. Und ja, ich denke auch der 68er GTO, da gibt es auch keine zwei Meinungen, ist auch schon eins der am schärfsten aussehenden Autos, meiner Ansicht nach, aller Zeiten. Und ja, vor dem Hintergrund wollte ich euch den hier auch nicht vorenthalten. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder bei den anderen Videos und ich wünsche euch einen schönen Tag.